So, die Gruppenphase der Second Pass Competition Nummer 4 liegt jetzt auch schon hinter uns. Es haben alle abgegeben und ja gut, einer hat einen copyrighted Song benutzt, aber da stand nicht drin, dass es verboten war, also geht das auch durch. Wir waren natürlich nicht untätig als Jury und haben das natürlich sofort innerhalb eines halben Tages bewertet und stellt euch das jetzt vor. Wer sind wir? Wir sind Mordred, also aka KJI, hat der letztes Endeffekt rausgehauen. Müsst ihr gesehen haben. Wir sind Slays und natürlich ich, der Flashy. Und auch So. so halbwegs Burton, ne? Also der hat ja Ja. nur Textdokument abgegeben, er ist schon wieder zu faul gewesen, im Video Ich zu wollte sein. erstmal die, die hier sind, Ja. erwähnen. Es haben eigentlich alle SCBF2 editiert. Ein halber CSGO-Clip und ein halber COD-Clip war auch dabei. Generell kann man halt noch sagen, dass ich ziemlich freundlich bewertet habe dieses Mal, weil ich ja Ferien habe und Slays ist halt noch mad auf seinen gebannten Smurf-Account. Also eine dementsprechend negative Bewertung. 5 Tage Griefing, easy. Jo. So, So, gut. Gut. in Gruppe Fünf Tage. Nummer 1 befinden sich Slender, Reagent und Burton. Fangen wir mal an mit Slender. Seiner Entry kann ich nur sagen, die Pancrop gefällt mir jetzt nicht so, die geht einfach meiner Meinung nach viel zu schnell raus. Die Freecams sind eher unspektakulär, hast dir da wenig einfallen lassen, meiner Meinung nach. Und waren auch meistens von den Bewegungen eher, naja, nicht gerade kreativ. Dann hast du permanent die gleiche CS benutzt, war ein bisschen langweilig, ohne Color Change Effekte etc. Das Standbild am Anfang kann ich mir irgendwie nicht erklären, ich weiß nicht, was es sollte. Ist auch nicht so wirklich toll. Und ja gut, von der Synca geht es eigentlich ganz gut ab. Meine Insgesamt von mir Endpunktzahl? also, Ja. insgesamt waren es von mir 51% Punkte. Ja gut, ja, ich habe das, sehe das ein bisschen anders, und zwar, ich fand den Einstieg relativ, ja, plump, wenn man das mal so bezeichnen kann. Die Stun-Freecam auf Mustafa fand ich einfach grauenhaft. Die Must-CS fand ich aber eigentlich gut, bis auf den Unschärfefilter, und irgendwie ziehen die Colors die Videoqualität leicht runter, da muss man ein bisschen aufpassen. Der Frag ist eher aber nicht so gut geeditet, danach kommt ein viel zu langer Blackscreen, der Engel der Tech-Freecam danach ist auch nicht so gut. Der Tech-Frag ist aber ganz okay geeditet, der Übergang zum Sniper-Frag war nicht ganz gut, der Sniper-Frag wurde dann auch ganz gut geeditet. Dann zu den Colors auf Todesstern, da finde ich die Diffusion zu hart und der Kontrast ist auch vielleicht ein bisschen hoch, da finde ich die Colors aber dann eher nicht so. Die Freecam laggt mir zu sehr, den Wookie-Frag fand ich auch nicht so gut geeditet, die Moss CS fand ich gut, aber den Moss Part und den Moss Part danach, die gehen meiner Meinung nach gar nicht, und die letzte Freecam geht auch irgendwie gar nicht grauenhafter. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abschreckend, aber naja, ich fand den Edit jetzt wirklich nicht gut, und das sind dann bei mir auch leider, auch wenn er ein guter Freund ist, nur 18%. Gut, ich gehe da nicht so sehr ins Detail. Ich habe da 33% gegeben. Die Sync war eigentlich ganz gut. Freecams waren nicht so doll, viel zu verwackelt teilweise. Colors sahen auch nicht gut aus. Effekte waren da auch wenig zu sehen. Deswegen 33%. Ja, Burton darf ja seine eigene Gruppe nicht bewerten, logischerweise. Deswegen kommen wir dann zu dritt auf eine Gesamtpunktzahl von 34, also was heißt Gesamtpunktzahl, eine Durchschnittspunktzahl von 34% bei Slenderman. Gut. Kommen wir zum nächsten. Dieser ist Reagent. Ich muss von Anfang an sagen, das ist meiner Meinung nach der mit Burton der zweitbeste in der Gruppe. Und das mit Burton kannst du rausschneiden. Hat keinen Sinn gemacht. Ich muss sagen, die Freecams gefallen mir sehr gut. Auch vor allem die ersten Mal in Freecams, auch wenn es dort keine ja, Rendet, Sturmtruppen oder so gibt, sind die ganz gut und die passen auch zum Intro ein bisschen. Zum Flow und zur Velocity kann man sagen, dass ist erstmal so aussieht, als wäre es immer nur so ein Hoch runter von der Velocity, aber man merkt schon, es geht doch ordentlich ab und es bringt auch wirklich Flow, weil es auch vor allem zum Song passt. Die Colors gefallen mir eigentlich recht gut. Die sind ein bisschen clean gehalten, aber das passt eigentlich meiner Meinung nach. Des Weiteren finde ich jedoch, dass du ein bisschen zu wenig Effekte benutzt hast. Ich meine, am Ende hast du einmal ein bisschen Helligkeit verändert, vor allem beim letzten Track und auf Malgito hast du ein paar Anschlappeffekte eingefügt, die eigentlich recht gut aussehen. Das hättest du am Anfang eventuell auch machen können. Dann hättest du vielleicht ein bisschen mehr Punkte gegeben für dich, aber sonst Sync perfekt. Also alles in allem richtig, richtig geiler Edit und deswegen gebe ich dir dafür auch 77% Punkte. 74. Oder? Was? Aus dem vierten? 77, 77. Ja.
Ja gut, ich habe Regent auch wieder ein bisschen schlechter bewertet, wobei ich das ab sofort nicht mehr dazu sage. Ich fand, er hat einen guten Einstieg mit guten Maegito-Colors. Die Naboo-Colors fand ich nicht so sehr, die Polis-Colors auch nicht. Den Flow finde ich eigentlich überall ziemlich gut. Das Pencrop fand ich teilweise nicht so gut. Auch die Stelle, wo du die Musik so gedämpft hast, fand ich nicht so gut. Das passt da irgendwie meiner Meinung nach nicht zu sehr. Ansonsten war das Ende aber auch nicht schlecht auf jeden Fall. Die Magito Colors fand ich gut. Die Freecam auf Magito fand ich echt richtig krass. Und ansonsten fand ich die Freecams auch ganz okay. Und der Unschärfe, und du hast ja teilweise so einen Unschärfefilter da eingefügt. Den fand ich teilweise zu stark, aber auch meist gut. Allgemein, der Magito-Part war halt auch ziemlich gut und dafür aber der Coruscant-Part nicht so gut. Komme ich insgesamt auf 57%. Ich habe da 50% gegeben. Sync fand ich gut, Freecams fand ich nicht so gut und allgemein war es relativ langweilig. Das war's. Gut, Burton, wie gesagt, kann er seine eigene Gruppe nicht verwenden, bewerten. Insgesamt kommen wir dann auf 61% bei Regent, womit er schon mal besser als Slenderman ist und somit sicher im Viertelfinale steht. Sehr gut. Der nächste ist Burton. Auch ein sehr nicer Edit, muss ich sagen. Ich habe dem insgesamt 79% gegeben. Warum? Weil ich einerseits finde, dass die Effekte, die er eingefügt hat, meiner Meinung nach alle ziemlich gut sind, außer zwei. Das ist einmal dieser Rainbow-Effekt und einmal dieser komische Bump-Effekt beim Techniker-Frag. Sonst kann man eindeutig erkennen, dass du dich damit sehr befasst hast und geguckt hast, dass die Effekte stimmen. Und das tun sie auch, meiner Meinung nach. Zumindest meistens. Ich finde des Weiteren noch, dass die Colors passen. Die sind, wie man es von dir gewohnt ist, ziemlich dunkel gehalten, aber das passt irgendwie zum Song, weil ist er halt irgendwie, ach, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, so ein bisschen wie so ein Traum, muss man so sagen. Das Ende finde ich relativ nice. Mit dem Techniker ist oder dem Offi, der da auf diesem Ding liegt und die Freecam nach oben fährt. Und sonst, die Freecams gehen so. Der Flow ist richtig geil, muss ich sagen. Und sonst, ja, eigentlich ein ganz guter Edit. Ja, Burton ist mein persönlicher Liebling in der Gruppenphase. Ich habe jetzt auch nicht zu viel zu dem aufgeschrieben, weil ich den Clip im Ganzen eigentlich ziemlich krass finde. Ich finde die Colors krass, den Flow krass, die Effekte finde ich krass. Das Pencrop ist gut, beim letzten Kill könnte es noch ein bisschen besser sein. Oder genauer sein, nicht so lasch, könnte da ein bisschen härter sein. Das Ende ist mir auch ein kleines bisschen zu abrupt und die Freecams gefallen mir auch. Die eine auf Mustafa hätte es vielleicht ein bisschen länger einblenden können. Und darf oder halt einen Übergang mit einer Transition zum mit einer Überschneidungstransition zum anderen Frag setzen können. Ansonsten, ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde den Clip im Guten und Ganzen echt richtig krass und damit mit 88% auch mein Liebling in dieser Runde. Gut, ich habe da 55% gegeben. Ich denke, Freecam ist eigentlich ganz gut. Danach die Colors teilweise viel zu dunkel, vor allem auf Mustafa, bei dem Wookie-Frag. Und bei manchen Freecams hat man so gut wie gar nichts mehr erkannt. Und dadurch kam es zu den 55%. Jo, insgesamt kommen wir dann bei Burton, der sich natürlich nicht selbst bewerten kann, auf 74%. Und damit sind Burton und Regent im Viertelfinale vorhanden. Es tut mir leid, Slender, aber Slender ist somit leider, ja, ausgeschieden. Nochmal kleiner Recap: 74% für Burton, 61% für Regent, Slender 34%. Jo. War eine ziemlich gute Gruppe von der Bewertung her. Aber kommen wir jetzt erstmal zur Gruppe 2 und zwar, da fange ich jetzt mal an, ich erlaube ihm einfach mal das Wort. Gruppe 2 besteht aus Flash, Keno und Owned. Und zwar beginne ich einfach mal mit dem Flash, der hier auch vertreten ist. Hallo. Ich finde den Anfang gut, die Colors auf dem UTV-Part fand ich auch gut, den ersten Frag hat er auch noch gut geeditet, das Pencrop fand ich da nicht so gut. Der Tentive-Part geht auch noch relativ klar, die Velocity ist ganz okay, aber auch eher nicht so an manchen Stellen. Pencrop ist allgemein ziemlich schlecht, meiner Meinung nach. Der Todespart, der finde ich auch nicht so gut. Der Mustafa-Part gefällt mir überhaupt nicht. Der Double auf Koro hat meiner Meinung nach irgendwie null Sync, aber das kann auch an mir liegen, dass ich das nicht ganz kapiere, auf was er da gesynkt hat. Das Den Teil. Todes, das, den Todespart danach fand ich anschließend aber richtig gut. Den,
Gefällt mir sehr gut. Das Ende gefällt mir auch relativ. Aber allgemein die Übergänge von Track zu Track oder von Part zu Part fand ich eher nicht so gut und sind auch teilweise zu abrupt. Es gibt einfach keine richtigen Transitions, also keine auffälligen Transitions, damit ich auf 30% am Ende komme. Gut, ich habe da 50% gegeben, weil ich Sync und Flow, wie schon beim letzten Mal, echt gut fand. Colors allerdings auch wie beim letzten Mal, waren mir viel zu langweilig, weil das wieder nur nach After Effects Glow plus vielleicht Brightness und Contrast aussieht. Auf Tentive sahen die noch ganz gut aus, kann man auch echt nicht viel falsch machen, aber auf Todesstern zum Beispiel fand ich sie teilweise viel zu dunkel wieder. Ja, und deswegen habe ich 50% gegeben. Jo, Flash kann sich ja nicht selbst bewerten, dafür haben wir aber diesmal eine Bewertung von Burton. Und zwar hat Burton gesagt, dass die Sync gut ist, der Flow gut ist, die CS Mittel bis gut, die Smooth fand er gut bis sehr gut, die Atmosphäre fand er gut, aber was er nicht so gut fand, war, dass der Anfang langweilig ist, seiner Meinung nach, es unpassende Effekte gab und die letzte Freecam sehr fehlerhaft ist. Damit kommt Burton auf 45% und insgesamt in unserer Bewertung hat dann Flash 42%. Dann machen wir mit Keno weiter. Kleinen Moment, muss ich mal kurz eben aufschlagen hier. Da. Bei Keno habe ich geschrieben, dass die Songauswahl gut ist, dass die bringt halt viele Emotionen und Gefühle mit sich und halt auch bringt eine gute Atmosphäre auf der Song. Diese kam aber meiner Meinung nach im Edit 0 rüber, sodass er meiner Meinung nach sehr langweilig und trostlos wirkt, leider. Die Colors mit After Effects an sich bei dem Song eine gute Idee, finde ich aber eher nicht so gut umgesetzt. Der Tisch leuchtet mir viel zu sehr im Kontrast zu dem anderen, die Tafeln auch und allgemein sieht das eher trostlos aus, sodass es halt zu oben genannter Situation halt auch beiträgt. Außerdem fand ich den Kontrast auf Todes auch zu stark und des Weiteren fand ich es auf Mustafa ganz solide geflowt, den Rest fand ich nicht so gut. Ja, bei einem Song muss das meiner Meinung nach halt viel atmosphärischer wirken. Und anstatt diesem Dauercrop, den er halt verwendet hat, hätte man eher meiner Meinung nach so ein leichtes, seichtes Pancrop nehmen müssen, sodass es halt meiner Meinung nach persönlich besser zum Song passt. Leider habe ich auch einen kleinen Velocity-Fehler am Ende in der Freecam entdeckt. Und die Freecams sind halt auch ziemlich schlicht gehalten. Das fand ich aber persönlich eher gut, sodass es halt auch besser zum Song passt. Womit ich dann insgesamt so zu einer ein Drittel Überzeugung von 33% komme. Alles klar. Ich habe da 55% gegeben, weil ich die Sync und Colors gut fand. Allerdings, das haben irgendwie fast alle auch hier gemacht, habe ich Recamps fand ich zum Beispiel nicht gut, weil gerade zum Beispiel beim Chorus und Wookie Frag, da macht er diesen Double mit dem Bowcaster. Gegner fallen schon um im Frag, sind schon auf dem Boden und dann in der Freecam beginnt das Ganze nochmal und sie fallen nochmal um. Das zerstört das Ganze immer und immer wieder und das nervt mich tierisch. Aber mal davon abgesehen, fand ich es eigentlich ganz gut, auch wenn es ein bisschen sehr kurz war, weil das Intro irgendwie fast die Hälfte vom Clip war. Ja, 55%. Dann haben wir noch eine Bewertung von Burton, und zwar Burton fand die Sync sehr gut, den Flow gut, die CS-Mittel bis gut, die Smooth-Mittel bis gut, die Atmos sehr gut. Was er negativ fand, war der Effekt, den er die ganze Zeit bewendet hat, welchen der auch immer da meint. Wahrscheinlich die Pancrop. Ja, kann oder sein. Das Leuchten. Wobei, ja, das Leuchten kann möglich sein, wobei er dann auch das etwas zu wackelige Pancrop als negativ bezeichnet hat, aber Burton kommt insgesamt auf 65% und somit in der Gesamtbewertung von Keno 51%. Damit ist Keno schon besser als Flash und es steht somit fest im Viertelfinale. Dann kommen wir zu Owned. Diesmal ist es bei ihm umgekehrt, meiner Meinung nach. Der CSGO-Part, den fand ich eigentlich okay, aber der Battlefront-Part war richtig scheiße. Die Color Correction fand ich auf dem CSGO-Part eigentlich ziemlich okay, es geht klar. Im Vergleich zum letzten Mal war das ja einfach grauenhaft. Die Smooth fand ich eher nicht so gut, den Flow fand ich ganz okay auf dem CSGO-Part. Dann hat er wieder aber das Intro nicht so gut eingefügt von unserer Comp. Ja, es ist halt so ein Hung, den kann man aufführen, muss man aber nicht. Die Uta Pau, so, CS fand ich gut, die Koro Colors finde ich scheiße. Aber ich finde irgendwie auf dem Battlefront-Part gibt es irgendwie null Flow. Bei Uta finde ich die Amplitude bei der Velocity, also dieses den Unterschied von hoch zu tief einfach viel zu hart, also dass es halt einfach aussieht, als ob das einfach richtig hart gecuttet ist. Es ist zwar nicht gecuttet, es ist die Hüllkurve, die er da benutzt hat, aber es sieht halt einfach gecuttet aus und das darf meiner Meinung nach nicht passieren.
Es wirkt einfach viel zu hektisch, der Part. Und passt damit auch null zu dem Lied, das er verwendet hat. Die Freecams fand ich eigentlich relativ okay. Aber die Tech-Freecam am Ende, die vorletzte ist das, glaube ich, die fand ich nicht so wirklich gut. Insgesamt komme ich dann auf 20% leider nur bei uns. Ich habe da 35, Sync fand ich ganz gut, Colors fand ich vor allem beim CSGO-Part nicht gut, beim Battlefront-Part auch nicht wirklich, aber nicht so schlimm. Ja, und generell bin ich nicht so der Fan von zwei Spielen editen, weil das einfach, das passt zumindest in dem Teil nicht so zusammen. Deswegen 35%. Ja, Burton sieht das ein bisschen besser als wir. Er hat geschrieben, dass die Sync gut ist, der Flow Mittel, die CS Mittel, die Smooth Mittel, die Atmosphäre Mittel. Aber und er fand das Pancrop zu schnell. Das war auch irgendwie der einzige Negativpunkt, den er aufgeführt hat. Okay. Aber im Insgesamt kommt Burton auf 40% und Owned hat damit in der Gesamtbewertung von uns allen dreien eine 32% Bewertung. Scheidet somit auch leider aus, da Flash mit 42% und Keno mit 51% da noch ein bisschen besser abgeschnitten haben. Was ich aber sagen muss, ist, dass die Gruppe von Flash, Kill und Owned meiner Meinung nach persönlich vor den Edits die Gruppe gewesen war, von der ich am meisten Punkte erwartet hatte, weil das halt einfach drei Editoren sind, die eigentlich relativ on top sein können. Aber ja, ist leider die schlechteste Gruppe geworden von den Punkten her. Aber dennoch, Flash und Keno im Viertelfinale. Vielleicht sehen wir dann ja mal im Viertelfinale ziemlich krasse Edits wieder. Ne, Flash? Ja. Vielleicht. Vielleicht, okay. Dann. Also das soll jetzt hier nicht irgendeine schlechte Darstellung sein. Das soll jetzt einfach nur eine kleine Motivation sein an die Teilnehmer. Weil Keno, du kannst deutlich besser editen und Flash, du halt auch. Und Owned natürlich auch. Ich meine, wenn ich mir deine alten Battlefront-Parts angucke, das ist echt gut. Aber so viel dazu. Gruppe 3. Ah, ja, fangen wir mal mit Illness an. Gut, da hatte ich 33% gegeben, weil die Freecams eigentlich echt ganz okay waren. Allerdings Colors, Flow und generell eigentlich der Rest war echt. Ja, hat mir einfach nicht gefallen, kann ich nicht viel zu sagen. Colors haben, finde ich, null gepasst. Das Intro da reingemacht in diesem Pfeil bei Geonosis fand ich auch nicht wirklich toll. Und die ganzen Frags mit dem, auch wenn du dafür nichts kannst, mit diesem komischen HUD da, sehen auch nicht wirklich toll aus. Deswegen 33%. Ja, ich sehe das ein bisschen besser. Er hat das, ich fand den Einstieg eigentlich ganz gut. Twitch hätte vielleicht noch stärker sein können, da teilweise zu der Musik ganz am Anfang. Das Masking fand ich ganz okay, die Idee. Bei der Umsetzung hat es ein bisschen gehapert. Das Format mit den schwarzen Rändern, das war eigentlich eine ganz gute Idee. Das sieht man bei Battlefront-Edits leider ein bisschen zu selten, weil man. Es gibt einen relativ guten Flow mit relativ guter Velocity halt. Die Flare gefällt mir auf Todesstern, aber dort hat er halt so ein bisschen das Pancrop verkackt. Den Übergang von, glaub, Koro zu Todesstern fand ich da übrigens ziemlich krass gemacht. Den fiel mir ziemlich. Das Pancrop ist aber sonst halt meist okay. Die Ingame-Sounds gut benutzt. Die Freecam ist allgemein. Freecams sind allgemein ganz okay. Die Colors fand ich auf Geonosis okay. Die Diffusion fand ich da ein bisschen zu stark. Auf Coruscant und Todesstern fand ich die Colors auch nicht gut. Vielleicht ein bisschen weniger Kontrast reinbringen. Auf Endor fand ich sie okay, aber auch da ist halt Diffusion meiner Meinung nach zu stark gewesen. Der Abschluss ist ein bisschen abrupt, aber okay. Und der Endor-Part hat mir überhaupt nicht gefallen und damit komme ich dann insgesamt auf 47%. Ich möchte nur ergänzen, dass halt beim Endo-Part finde ich das Flackern ein bisschen scheiße, sonst den Twitchen fand ich eigentlich ganz geil. Also wenn du das Flackern rausgenommen, würde mir das sehr gut gefallen, an dieser Stelle zumindest. Kann mich sonst an den anderen Stellen aber auch nur den anderen beiden Bewertern anschließen. Und ich möchte noch sagen, dass Bot-Tracks vielleicht nicht so knorke sind, wenn du SCP-2 editest, weil das ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so ein bisschen Flow zieht, wenn du Bot-Tracks editest. Also Ja. insgesamt eine Bewertung von 59%. Ja, Burton hat da 45% bewertet. Er fand die Sync gut, den Flow so gut bis sehr gut. Die Colors fand er so mittelgut, die Smooth ebenfalls. Die Atmosphäre fand er eher schlecht.
Als Negativpunkte hat er dann halt auch aufgeführt, dass er die Colors unpassend fand und die Freecams ein bisschen laggy und ja, 45% von Burton, sodass wir dann halt insgesamt auf, Moment, 46% bei Illness kommen. Gut, gehen wir weiter zu Alpha. Da habe ich 47%. Dann die Sync und den Flow, wie schon beim letzten Mal, eigentlich da echt ganz gut. Auch wenn der Flow eher langsam gehalten ist, aber passt halt gut. Ja, negative Sachen, also die Colors. Bis auf Tentive, da finde ich sie ganz gut, aber überall sonst finde ich sie echt. Ey, nee. So gut. Wenn du die noch verbessern könntest, dann wäre es ein echt ganz cooler Clip eigentlich geworden. Und dadurch habe ich 47% gegeben. Ja, bei Isaac Captain Alpha fand ich die Einstiegs-Freecam echt überragend. Also, das hat richtig, war ein richtig krasser Einstieg, meiner Meinung nach, dass du den Sniper da mittig auf diesem Podest da liegen hast. Ist mit der Darky, mit diesen Darky-Shocks, die da, die du da rück, in so einer, in so einem Rückblendeneffekt da, wie heißt das, in diesem Rückspieleffekt, genau so, da halt durch den Darky-Frag in der, in dem Rückspiel, dass es halt so wirkt, als ob der Sniper durch diese Darky-Shocks, das sieht aus wie so ein Bannkreis da drum, sodass es halt, dass er sich halt da so reanimiert. Das fand ich von der Idee her ziemlich geil und von der Umsetzung halt auch ziemlich geil. Die Colors of Utapau fand ich okay, die Darky-Freecam fand ich auch gut, die Freecam danach ist auch noch okay. Die Colors of Mustafar fand ich schrecklich, wenn ich mal das Wort so benutzen kann. Den Flow fand ich allgemein ganz gut. Die Velocity fand ich aber auf Police Massa ein bisschen zu hart. Und allgemein fand ich den Police Massa Part auch eher uninteressant und trostlos. Das Pan Crop suckt irgendwie den ganzen Clip über. Das Masking war eigentlich ganz cool eingesetzt immer. Die Freecams allgemein ganz gut. Beim Jabbas Part fand ich die Colors eigentlich ziemlich gut. Die Todescolors gehen dafür aber wieder gar nicht. Den Tentive Part fand ich allgemein ziemlich gut. Die Colors waren gut, aber die Freecams waren dann auch so ein bisschen öde. Auf Coruscant fand ich die Colors auch nicht schlecht. Ganz am Ende, aber bei den anderen, bei dem anderen Coro-Frag, also meinem Frag, dem mit dem Offi am Ende, da ist die Diffusion einfach viel zu hart und du solltest dich halt auch allgemein vielleicht mal damit beschäftigen, wieso Diffusions Regulierung halt, was das für Auswirkungen halt mit sich bringt, wie man da was umstellt. Dann würdest du auch, denke ich mal, bessere Colors hinbekommen. Und ja, Velocity war halt im Clip allgemein eigentlich immer ganz okay und ich komme damit auf 40%. Bei allen negativen Punkten würde ich einfach nur die Anmerkung machen, dass du halt ein sehr kreativer Typ bist und wenn du dich an diesen gesamten Punkten daraus steigern würdest, dann könntest du wahrscheinlich richtig viel rausholen. Du bist halt einer der Typen, die gerne längere und ja, ein bisschen langsamere Edits machen und bringst das eigentlich recht gut rüber und bringst da auch ziemlich geile Transitions rein, wie zum Beispiel auf Polis Massa rüber zu Jabba's Palast. Das merkt man schon, dass du dich da ja so ein bisschen reinversetzt und versuchst, was kann man jetzt machen, um das ein bisschen kreativer zu machen, das interessanter zu machen. Und ich wollte nur sagen, behalt das bei. Ich habe dir 59% Punkte gegeben, also gleich bewertet wie Alpha. Illness. Ja, Burton fand Alpha am schlechtesten in der Gruppe. Und zwar hat er die Sync gut gefunden, den Flow gut, die CS bis Mittel, die Smooth schlecht bis Mittel, die Atmosphäre aber gut, aber er meint, das Flow wird durch das Pancrop stark gestört. Das Masking ist seiner Meinung nach unpassend und die Sync ist viel zu einseitig für ihn und er kommt damit auf 43%. Insgesamt hat Alpha dann damit 47%. Da wir aber eine Vierergruppe hier haben, und zwar aus dem Grund, dass Fantasy meinte, ein Aussteigungsvideo zu machen, in dem er erklärt, dass er aussteigt, aber das dann doch rückwirkend revidiert, sodass er halt doch wieder eine Entry eingereicht hat. Hatten wir ja schon einen Stand-in gesorgt, und zwar Fatality Edits, der halt den besten Part von den Ausgestiegenen in der Gruppenphase stellte. Und ja, deswegen gibt es jetzt eine Vierergruppe, aus der zwei weiterkommen, und deswegen ist Alpha nur nicht sicher weiter. Aber egal, wir können ja weiter fortsetzen mit dem nächsten. Da können wir dann noch sehen, wer weiter ist. Auf jeden Gut, Fall. dann sind wir bei Fantasy. Dem habe ich 50% gegeben, weil ich den Oh. Flow gut fand und die Colors auf Mos Eisley vor allem gut fand. Freecams fand ich eigentlich auch ziemlich solide. Kann man sonst noch so sagen? Soundeffekte, manchmal waren mir ein bisschen sehr viel. Da habe ich langsam Kopfschmerzen von bekommen, aber sonst
War es echt, okay. 50. Wie bitte was? 50%, ne? Ja. 50, ja. 50%. Ja, ich fand die Einstiegs-Freecam ganz okay, aber finde ich ein bisschen zu schnell. Die Coruscant Colors fand ich ganz gut. Den ersten Choro-Part fand ich auch ganz okay geflowt. Der zweite Coruscant-Part, ja, ist halt da. Ist so, ja, eher so ein Fill-Part. Es gibt halt auch allgemein keine wirklichen Übergänge zwischen den Parts. Und die, ja, kommen wir mal weiter zu einem positiven Punkt. Und zwar die Moss-Colors, die fand ich richtig, richtig gut. Und zwar, ja, was soll man dann sonst sagen? Echt Respekt vor den Colors, waren echt krass. Den Part fand ich halt auch gut auf Mos Eisley mit dem Ausblenden, dann der guten Airnet rein und dann die Airnet da reingefügt und ja, das Pancrop da finde ich aber so, naja, keine Ahnung, das ist irgendwie bisschen zu leicht gewesen. Den Übergang dann fand ich auch so, naja, das Diversion-Intro fand ich da so ein bisschen fehlplatziert. Den Todesstern-Part fand ich ganz okay, wirkt irgendwie leicht komisch, so als auch wieder so als Füllpart. Und auch halt komisch, weil der Sniper irgendwie die ganze Zeit da geduckt rumläuft. Das ist da irgendwie so eine schlechte Frag-Auswahl. Das stört für mich irgendwie den Flow oder den Fluss des Zuschauens. Ja, den Ujapa-Part dafür fand ich aber sehr, sehr stark und ja. Komme damit auf 48%. Hab da nichts zu ergänzen. Gib Wie dem viel? 47%. 74. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich habe den Edit auch richtig hart enjoyed, muss ich sagen. Ich hab dir das auch des Öfteren schon persönlich gesagt, dass ich halt diese Moss-Colors richtig feier. Du kannst sie mir gerne mal schicken, wenn du Zeit hast. Und sonst halt vom Flow her fand ich ihn richtig krass. Fand den einfach, weiß ich nicht. Hab mich richtig geflasht, der Clip. Also mach weiter so. Hat dich richtig geflasht. Ja. Gut, ja, Button hat Fantasy 48% gegeben und zwar er sagt, die Sync war gut, der Flow war gut, die CS gut, die Smooth gut, die Atmosphäre gut, aber er sagt, dass es eine starke Abnahme des Flows nach den ersten zwei Fracks gibt und es ist ein Sync-Fehler im letzten. Okay, er hat geschrieben, es gibt einen Sync-Fehler im letzten Sync-Fehler im letzten Frack. Gut. Gut, Burton. Nee, also er fand, es ist ein Sync-Fehler im letzten Frack vorhanden, deswegen 48%, womit wir dann insgesamt bei Fantasy auf 55% kommen. Fantasy hat somit mehr Punkte als Illness und Alpha und ist somit feststehend im Viertelfinale. Gut. Das Vitality. war dein Einsatz, Valentin. Wo, was? Fatality ist dein Einsatz. Gott, den muss ich noch finden. Hast du den Link nochmal? Das ist der Gesperrte, ne? Ja. Ja. Und, Ansonsten kann ich ja schon hab ihn, hab ihn, hab mal. ihn. Okay, gut. Okay. In den meisten kommst du Ah, ja ich dafür erinnere mich raus. wieder. Ja. Also Pluspunkt erstmal, dass der halt halbwegs lang ist, der Clip, im Gegensatz zu den anderen. Allerdings Sync, gerade zu so einem Lied, ich finde, das ist echt nicht so schwer zu syncen. Hast du das echt nicht gut hinbekommen dazu? Colors fand ich auch nicht unpassend. War eigentlich einfach nur dunkel und ein bisschen lila Glow oder was das war. Die Freecams fand ich auch nicht wirklich gut. Und nicht viel zu sagen, der Flow war für mich nicht vorhanden. Ja, deswegen habe ich 30% gegeben. Also gerade bei so einem Lied, finde ich, sollte man mehr draus machen. Ja, ich habe im Moment geschrieben, dass das CL-Intro am Anfang scheiße verwendet wurde. Der Einstieg ist ganz okay, aber die Mustafa CS fand ich sehr stark. Die Mustafa Freecam fand ich aber eigentlich ganz gut. Beim ersten Track hat er aber so einen mehr oder weniger blöden Flow und die Freecam danach ist auch nicht so. Die Todes-Freecam fand ich eigentlich ganz okay, aber die hätte man besser mit Transitions und Farbeffekten bearbeiten können. Und am Ende hattest du halt den Boden da einfach nur so stehen. Die ist einfach so eine Stand-Freecam draus geworden. Ist halt auch so nicht so gut. Der Todespart an sich gefällt mir eigentlich, aber dann haben wir dann wieder so eine Freecam, dass der Sniper lebt, obwohl er schon tot ist. Und ja, die Todes-CS fand ich eigentlich sehr gut. Die Camino-CS finde ich persönlich, das Wort benutze ich nicht so häufig, aber göttlich. Den Part, der, also der Camino-Part gefällt mir eigentlich, wirkt aber an der einen Standstelle, wo der Sniper einfach nur so auf den Wookie wartet beim Reloaden, einfach total trostlos und langweilig. Der Mustafa-Part ist meiner Meinung nach sehr stark. Die Freecams fand ich nicht so. Die Tech-Freecam fand ich nicht so. Die hatte irgendwie so einen scheiß Engel. Aber der Tech-Mustafa-Part ist meiner Meinung nach auch stark. Die Effekte könnten da eventuell
besser sein. Den Coruscant-Part fand ich ganz gut, die Effekte dort auch eigentlich, den Effekt da eigentlich auch dort eigentlich. Die Singleplayer-Freecam ist allgemein so, na ja, aber ich finde, die hast du ganz gut in Szene gesetzt. Den Todespart beim Techniker fand ich eigentlich auch gut, die Effekte dort eigentlich auch, aber beim zweiten ist der viel zu stark eingesetzt. Also die gausche Unschärfe da und den Sniper-Part auf Todes fand ich eher nicht so gut. Der Crop-Effekt dort ist ziemlich grauenhaft eingesetzt. Das Ende ist jedoch eigentlich relativ cool. Da ist halt wieder so eine Freecam, die Jett lebt, aber ist halt tot. Aber die fand ich eigentlich noch ganz okay. Allgemein sind die Freecams ganz okay. Emotionen und Atmosphäre kommen meiner Meinung nach gut rüber bei dem von dem Song und die Colors passen im Gegensatz zu deiner Meinung nach, meiner Meinung nach schon zur Musik und finde ich allgemein auch sehr stark und den Flow fand ich auch ganz gut und komme damit auf 55%. Nämlich was die Colors angeht, eher zwischen euch. Ich finde, die passen teilweise, teilweise nicht. Weiter kann man anmerken, dass ich teilweise den Eindruck habe, dass du mit der Freecam irgendwo langfährst und dann plötzlich stehen bleibst und das dann ausblendest. Das kommt irgendwie ziemlich Das war komisch auf rüber. Todesstern so, ja. Genau. Dann auf Durchstellen diesen komischen Strahleneffekt, wo die Strahlen erstmal strahlen und dann wieder eingezogen werden. Das sieht ein bisschen komisch aus. Und auf Kamino halt dieses Vor-Rückwärts mit der Velocity, das ist raus. Macht es nie wieder. Sonst muss ich noch sagen, dass du vom Flow her zumindest dich gebessert hast, wenn es mit dem Refrain losgeht. Und ich frage mich, ob es vielleicht besser gewesen wäre, wenn du nur den Refrain hättest. Das wäre dann kürzer, weil es dich vielleicht mehr auf Details konzentrieren können und hätte den Clip eventuell noch ein bisschen besser von der Wertung her gemacht, weil ich den am Ende eigentlich ganz okay fand von der Velocity und vom Flow her. Anders als am Anfang. Und so kommt das eher rüber, als hättest du den Soundcut einfach von KJE gekopiert. Also, mir zumindest. Egal. Ich habe dir einfach Dann wäre nicht gesperrt dafür. worden. Aber ja. Nee, dann wäre nicht gesperrt worden. Ach so. Ach, stimmt, du hast das ja komisch gecuttet, ne? Ja. Ja. Dann gebe ich dir trotzdem 52%. Alles klar. Ach so, ja, gut. Burton hat dazu geschrieben, dass die Sync gut ist, er den Flow mittel bis gut fand, die CS fand er an sich auch gut, die Smooth fand er mittel bis gut, die Atmo fand er auch mittel bis gut, Effekte fand er teilweise unpassend und eine komische Sync-Setzung, aber dennoch ist die Sync seiner Meinung nach gut bewertbar und kommt damit, bemerkbar und kommt damit seiner Meinung nach auf 44%. Insgesamt kommen wir dann bei Fatality auf 45%, womit wir erkennen können, in dem kleinen Recap, dass Fantasy 55% hat, Alpha 47%, Illness 46% und Fatality 45%, was eine sehr, sehr knappe Angelegenheit ist, wenn man den dritten, zweiten und vierten Platz da beachtet. Aber Fantasy und Alpha im Viertelfinale, Illness und Fatality leider raus. Tut mir leid an euch. Ich bin froh, dass ihr mitgemacht habt. Ihr habt wirklich, meiner Meinung nach, richtig gute Edits eingereicht, aber es hat leider dann doch ganz knapp nicht gereicht. Kommen wir dann zu Gruppe 3. Zu Gruppe 4. Da fange ich, glaube ich, an. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall fange ich mal mit Green Films an. Bei Green Films fand ich den Einstieg eigentlich sehr gelungen. Die Mustafa-Colors sind zu hell, die Freecam zu verwackelt. Das Stay With Me hast du eigentlich ganz gut. Okay, nochmal. Das Stay With Me hast du da eigentlich ganz gut eingesetzt. Die Dreier-Freecam auf Mustafa ist ganz gut. Die zweite ist eher schlecht und verwackelt. Sync am Anfang ist grauenhaft. Velocity ebenfalls. Quatsch. Ich frage mich, warum diese Freecam da vorhanden ist, die Veranda da zeigt. Die ist irgendwie auch total unnötig und erinnert mich an die Computer-Smooth von Mike. Komisch. ansonsten fand ich, dass da so ein komischer Flow beim Wookie-Frack wie mehr oder weniger vorhanden ist. Das wirkt einfach sehr stockend und der Übergang danach aber mit dem Intro von unserer Competition ist eigentlich sehr stark umgesetzt. Die Coruscant CS fand ich eigentlich ganz gut. Die Lichteffekte hast du da eigentlich auch ganz gut eingesetzt. Flow ist grenzwertig da. Koro, da fand ich die auf Coruscant danach fand ich die Freecam eigentlich auch ganz gut. Auf Todes nicht so und die Dreier Freecam auf Todes war wieder viel zu verwackelt. Die Todescolors sind grauenhaft. Der Flow ist auch grauenhaft dort auf dieser Map. Der Dust-Effekt ist unnötig und unpassend eingesetzt. Das Ende ist mir zu abrupt. Grundsync ist nur relativ vorhanden und es gibt halt fast null Flow in dem gesamten Clip. Pancropped ist allgemein eher ungenügend und einfach nur schrecklich anzuschauen. Deswegen komme ich leider, leider bei dir nur auf 8% schon Witz. Und damit leider bei mir auch der schlecht bewertete. Ich schließe mich dem teilweise an. Ich meine, du hast ja auf Atmosphäre gesetzt. Das kann man an den Partikeln am Anfang erkennen, auch wenn die nicht so wirklich getrackt sind, sondern einfach nur als Overlay eingefügt sind. Es ist eigentlich ganz okay.
Anders aber finde ich dieses komische Sync-Overlay, dieses Sync-Loading 100%, erstens unnötig, unpassend und auf der anderen Stelle auch irgendwie, ja, so leicht sarkastisch und kann man auch ein bisschen gegen dich verwenden, weil bei dem Track ja die Sync nicht so ganz toll war. Somit auch nicht bei 100%, wie es im Video steht. Sonst der Übergang, den Stelz angesprochen hat, den fand ich richtig fett. Und halt auf dem Clip hier auf Coruscant, die Color Change Effekte, fand ich für eine. Halt, also halt ich für eine gute Idee. Ist jetzt so semi umgesetzt, aber war halt eine ganz gute Angelegenheit. Insgesamt habe ich dir trotzdem nur 48% Punkte reingedrückt. Ich habe da 45% gegeben, weil ich die Velocity und Atmosphäre eigentlich ganz gut fand. Dann geht's halt wieder zu den Übergängen, wie schon beim letzten Mal. Da habe ich immer noch keine Worte für. Ich weiß nicht, wie man sowas benutzen kann. Das sieht einfach nur schäbig aus. Aber ja, lassen wir das mal beiseite. Dann diese Schnee-Partikel-Overlays, was das sein soll. Sehen halt auch extrem billig aus. Die sahen auch, finde ich, noch nie gut aus. Ja, dadurch bin ich bei 45% angelangt. Dieser Sync-Ladebalken, ja, das haben schon viele gemacht und das sah bei vielen scheiße aus. Und das hier ist keine Ausnahme. Deswegen 45. Ja, Burton hat geschrieben, die Sync war mittel, der Flow war schlecht bis mittel, die CS mittel, die Smooth fand er schlecht bis mittel, die Atmosphäre fand er mittel, die Sync-Punkte fand er seltsam gesetzt, anfangs das HUD mit der Sync-Ladeanzeige fand er unnötig, genauso wie wir eigentlich auch. Die Effekte fand er auch komisch, deswegen kommt Burton auf 30% und insgesamt kommen wir dann bei Green Films auf 33% in der Gesamtbewertung. Kommen wir dann zu Trust, und zwar habe ich Trust zu Trust folgen. Warte mal, ich muss das erstmal kurz finden. und zwar habe ich zu Trust folgendes geschrieben. Wo habe ich denn? Ah, da. Den Einstieg fand ich irgendwie zu schnell, die Dagobah Colors fand ich gut, den Track fand ich eigentlich auch gut editiert, die Lichteffekte fand ich echt gut eingesetzt, den Mustafa-Part fand ich auch gut, da hast du die Flair ziemlich gut eingesetzt dieses Mal und du hast diesmal nicht so mit Flares übertrieben. Den Übergang zu Mustafa fand ich nicht so gut. Der Mustafa-Part danach mit dem Sniper gefällt mir allgemein nicht so. Mit dem Sniper, das wirkt so, als ob der einfach nur da wäre und keine Ahnung, das war irgendwie auch so eine schlechte Frag-Auswahl. Die CS sind auch eigentlich im Battlefront-Part eigentlich auch ganz okay. Die CS auf dem COD-Part fand ich eigentlich ganz gut. Der Part gefällt mir allerdings überhaupt nicht und wirkt halt irgendwie meiner Meinung nach total langweilig, aber die Smooths sind halt noch ganz okay und damit komme ich insgesamt nach der Begründung Battlefront scheiße, Battlefront richtig gut, COD richtig scheiße auf 50% im Ausgleich. Ich sehe es ähnlich, und zwar fand ich den Battlefront-Part eigentlich so gut wie perfekt. Ich meine, der erste Frag hat meiner Meinung nach so krassen Flow und von der Pan-Group und vom Twitch her ist es wirklich so, dass man sich richtig in den Song reinversetzen kann und in den Edit. Ich finde das richtig heftig, was du da abgeliefert hast in den ersten drei Frags, die halt Battlefront sind. Und ab COD fand ich es eigentlich nicht mehr so stark, aber halt immer noch eigentlich ganz okay. Und deswegen habe ich dem Clip, wie viel waren es nochmal? 78% gegeben. Also, wie gesagt, Battlefront perfekt eigentlich und COD okay. Ja, Burton hat geschrieben, die Sync ist gut bis sehr gut, den Flow fand er gut, die CS fand er gut, die Smooth gut, die Atmosphäre gut. Was er negativ fand, war den COD-Part, weil der im Vergleich zum Battlefront-Part echt richtig abstinkt. Dass es halt bei Burton 60% sind und in der Gesamtbewertung hat dann Trust von uns 62%. Ist somit schon mal besser als Green Flames und somit fest im Viertelfinale. Okay, warte, ich muss aber auch noch bewerten. Okay, Ja, stimmt. ich habe Trust 59% gegeben. Ich fand die Sync und Velocity beim SBF2-Part, mal abgesehen von dem letzten Battlefront-Part auf Frag auf Mustafa, eigentlich echt gut. Sehr viel besser als in den anderen Edits eigentlich. War alles gut gemacht. Dann geht es leider zu dem COD-Part. Der war einfach unglaublich langweilig. Ich finde, den hättest du, wenn du da einen Blackscreen gemacht hättest, wäre es wahrscheinlich noch besser angekommen. Aber das war einfach nur so doll. Aber wie gesagt, der Battlefront-Part war gut. Generell der Flow dabei wegen 59%.
Und ja, wie angesprochen, Trustan mit 62% weiter. Kommen wir dann zu Taitori. Der hat nämlich einen ganz guten Einstieg. Die CS fand ich auch ganz gut. Tori. Der Java-Part gefällt mir eigentlich gut. Der Mustafa-Übergang auch. Der Mustafa-Part gefällt mir auch sehr gut. Der Übergang zum anderen Mustafa-Part ist meiner Meinung nach auch sehr stark, wobei der Mustafa-Part danach, also den ich jetzt anspreche, nach dem guten Übergang, mir viel zu hart gecuttet ist. Den hätte man vielleicht geschmeidiger editen können. Die CS sind da auch eher nicht so. Der Übergang zum Coruscant-Part ist dafür aber wieder sehr, sehr stark und beim Coruscant-Part ist das harte Gecutte halt auch besser umgesetzt dieses Mal. Also das Gecutte im Allgemeinen besser umgesetzt dieses Mal. Der Part gefällt mir allerdings, gefällt mir allgemein auch sehr gut, mit guten Lichteffekten und das Ende ist auch sehr gut gelungen, mit dem Comp-Intro auch ganz gut gearbeitet, insgesamt bei mir 70%. Es sieht halt einfach aus wie einer von Oris Elles und ja, wie Stace es gerade angesprochen hat, er glaubt auch, dass du Ori bist, von dem ist daher. Und ich habe Oris Edit schon immer gefeiert, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du Ori bist, sorry. Ich habe die immer schon gefeiert und deswegen habe ich dir auch 81% reingedrückt. Richtig krasser Flow einfach. Und die Freecam am Ende fand ich einfach richtig nice. Ich meine, die anderen Freecams, die man halt immer so sieht, sind halt genau das Gegenteil, und zwar nicht von der Perspektive des Betrachters aus, sondern diesmal ist es richtig fett eingebaut, dass man das halt mit so ein bisschen FOV oder wie, was auch immer das ist, hinter dem Sniper steht und man den Sniper umfallen sieht. Das finde ich richtig geil. Ja, ich habe da 65% gegeben, am meisten allen hier bewerteten Clips. Ich fand den Flow und die Sync super. Freecams waren auch echt gut, vor allem die auf Mustafa. Ja, Effekte wie bei der Optical Flare bei 013 da auf Coruscant am Ende und die Tiefenschärfe beim Sniper auf Coruscant auch echt klasse. Das Einzige, was ich daran auszusetzen habe, wären vielleicht die harten Cuts manchmal, aber sonst war es echt perfekt. 65%. Ja, und Burton hat dazu noch geschrieben, dass er den Sync sehr gut fand, den Flow gut bis sehr gut, die CS gut, allerdings mit zu viel Blur, die Smooth brillant, die Atmosphäre auch gut bis sehr gut. Und was er negativ fand, war halt, dass der Blur ihn ein bisschen stört und die Sync etwas zu schnell ist, dennoch extrem gut. Taito hat dann insgesamt in unserer Bewertung, Taitori hat in. Nein, Taito hat in unserer Bewertung insgesamt 75% bekommen und ist somit als Bester in dieser Runde halt auch weiter im Viertelfinale. Ein kleiner Recap nochmal aus allen Gruppen. Gruppe 1, Burton mit 74% und Regent mit 61% weiter. Slender damit mit 34% leider raus. Flash in Gruppe 2 mit 42% weiter und Keno auch mit 51% weiter. Und leider mit 32% draußen. Illness mit 46% leider draußen. Alpha mit 47% weiter. Fantasy mit 55% weiter, Fatality mit 45% leider raus, Greenpimps mit 33% ebenfalls, Trust mit 62% auch weiter, ich wollte gerade sagen auch raus, ja natürlich, nee, auch weiter und Taito mit 75% ebenfalls weiter. Gut, dann machen wir dieses Mal die Auslosung sogar mal live im Video, ausnahmsweise. Und zwar Oha. fürs Viertelfinale. Und zwar dafür gibt es zwei Lostöpfe, und zwar einmal den Lostopf mit den ersten der Gruppenphase und einmal den Lostopf mit den zweiten der Gruppenphase. Und zwar in Lostopf 1 haben wir Burton als Nummer 1, Keno als Nummer 2, Fantasy als Nummer 3 und Taito als Nummer 4. Und in Lostopf 2 haben wir warte, Regent als Nummer 1, Flash als Nummer 2, Alpha als Nummer 3 und Trust als Nummer 4. Gut, dann losen wir mal aus. In Match 1 treten aufeinander Burton und Flash. Oh. Das wird hart für dich. Da, außer in dem Battle haben wir dann noch nur zwei Bewertungen, zwar von Mordred und mir. Ist Gut, echt so. dann schreibe ich mir das mal ganz kurz auf. Ich schreib's gerade mit, ne? Okay, du schreibst es mit? Ja. Das ist gut, dann brauche ich das selbst nicht machen. Dann haben wir Keno gegen Regent. Oh. Dann haben wir Taito gegen
Hatten wir schon. Hatten wir auch schon. Keno, Quatsch, Keno. Taito gegen Alpha. Glück. Und dann haben wir logischerweise noch Trust gegen Fantasy. Ja, das war dann unsere Auslosung und unsere Bewertung. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Spaß und Außer außer Burton, nein, viel Spaß und viel Glück im Viertelfinale. Wir hoffen auf gute Viertelfinalpartien. Gut, dann müssen wir jetzt nur noch beschließen, bis wann ihr Zeit habt. Ich würde vorschlagen, dass ihr bis zum, joa, 29.8. oder 8. oder 22.8. 22. reicht. 22. wären wie viele Tage? 5, 27. Dann sagen wir einfach mal, ihr habt Zeit bis zum 23.8. Ja, bis zum 23.8. habt ihr Zeit. Sonntag, der 23.8. um 24 Uhr ist Einsendeschluss. Viel Spaß euch bei den Viertelfinalpartien und damit verabschieden wir uns ja auch. Slace, Flash und Mordred und der nicht vorhandene, der wieder nicht vorhandene Burton. Ja. Will noch Tschüss. irgendwer was sagen? Ciao. Ciao. Gut.